Ja, hallo, guten Abend und herzlich willkommen im Deutschen Filmmuseum zur ersten Vorstellung des Schwerpunktwochenendes zu Marco Ferreri. 10 Filme gibt es heute, morgen und übermorgen insgesamt zu sehen hier. Ja, Sie sind natürlich vor allem auch herzlich eingeladen, weitere Filme zu sehen. Nachher gibt es natürlich auch den Besuch um 20 Uhr der Schauspielerin Marina Vladi, auf den wir uns sehr freuen. Es gibt viel zu entdecken, viele selten zu sehende Filme und wir freuen uns sehr, dass ja diese Kooperation, diese umfangreiche Reihe zusammen mit dem Filmkollektiv Frankfurt jetzt zustande gekommen ist, schon lange in Vorbereitung, nun endlich realisiert. Es gibt zu allen Filmen auch Einführungen, also ein umfangreiches Programm. Mehr will ich gar nicht dazu sagen. Vielen Dank auf jeden Fall für die Kooperation und ich freue mich jetzt auch auf eine allgemeine Einführung zur Reihe von Svetlana Svetskaya, die jetzt gleich noch ein bisschen sprechen wird dazu. Ja. Auch ich heiße Sie alle heute Abend herzlich willkommen zu unserem offiziellen Beginn der Retrospektive des Werkes von Marco Ferreri. Als allererstes möchte ich mich im Namen des Filmkollektivs Frankfurt beim Deutschen Filmmuseum für die Zusammenarbeit bedanken. Ich bedanke mich bei der Leiterin der Kinoabteilung, Natascha Gikas, und ganz besonders bei Andreas Ballhardt, dank dessen Engagement wir heute, wie in den folgenden Tagen, und alle Filme im Programm auf 35 mm sehen können. Ich möchte mich auch bei meinem Kollegen Gadi Vanissian bedanken. Dank seiner Kontakte können wir heute Abend die Schauspielerin Marina Vladi begrüßen. Weiterhin hat er die Korrektur aller Untertitel, die in den vergangenen und kommenden Tagen live eingespielt werden, übernommen. Zudem bedanke ich mich bei Christian Appelt für die Unterstützung in allen technischen Fragen und bei Benjamin Schäffner von Benio Media für die Gestaltung des Flyers und des Plakats, welches Sie gerne da vorne nach der Vorstellung mitnehmen können. Für die finanzielle Unterstützung danke ich der Hessen Film und Medien GmbH, ebenso wie dem Kulturamt Frankfurt und dem italienischen Generalkonsulat für die Schirmherrschaft für diese Reihe. Als die Idee zu dieser Reihe vor ungefähr 3 Jahren entstanden ist, waren die Filme von Ferreri bis auf wenige vereinzelte Screenings seiner Filme fast gänzlich von der Leinwand verschwunden. 2006 gab es eine Retrospektive im Ciné Lumière in London. In der Cinémathèque Française waren in verschiedenen Reihen, zumeist den Darstellern gewidmet, vereinzelte Filme des Regisseurs gezeigt. In den letzten Jahren erlebte das Werk eine regelrechte Renaissance, was sicherlich damit zu tun hat, dass Ferreri im letzten Jahr seinen 90. Geburtstag gefeiert hätte und in diesem Jahr nun bereits 20 Jahre seit seinem Tod vergangen sind. In Bologna wurden Filme restauriert, in Rom wurde fast eine vollständige Retrospektive im Januar dieses Jahres gezeigt, ebenso während des diesjährigen Filmfestivals in Bari, und in New York folgt eine Retrospektive der unseren. In Turin waren zudem noch bis noch vor 2 Wochen Standbilder aus Ferreris Filmen in einer Ausstellung mit dem Titel Marco Ferreri, il cinema, il film zu sehen. Filmhistorisch wartet das Werk von Ferreri noch auf eine internationale Erschließung. Publikationen zu seinem Werk sind bisher nur auf Spanisch und Italienisch erschienen. In dem englischsprachigen Mammutwerk von Peter Bondanella, A History of Italian Cinema, welches 700 Seiten umfasst und in mehreren Auflagen erschienen ist, widmet der Autor lediglich 2 Seiten Ferreris Werk. In einer Hommage an den italienischen Meister zeigen wir Ihnen eine Auswahl seiner zwischen 59 und 96 entstandenen 34 Filmen. 10 davon werden wir gemeinsam ab heute in den folgenden 3 Tagen sehen. 4 der Filme feiern die Deutschlandpremiere, 2 der Filme wurden in Deutschland zunächst nur im Fernsehen gezeigt. Bevor wir uns dem Film des heutigen Abends widmen, möchte ich als einen kleinen Auftakt für die folgenden Tage einige Worte über das Programm, die Themen und Filmbildwelten von Ferreris Filmen verlieren. Diese faszinieren mich seit dem ersten Film, den ich vom Regisseur vor vielen Jahren gesehen habe, und ebenso wie Sie als Zuschauerin und mit Fragen konfrontiert wurden, mit den Denkanstößen, die einen lange nach der Filmsichtung begleiten. Und Sie werden mir womöglich nach den folgenden Tagen zustimmen, man möchte sagen leider, wenig von ihrer Aktualität eingebüßt haben. Der 1928 in Mailand geborene Filmemacher begann seine Beschäftigung mit dem Medium Film zunächst am Set von Werbefilmen und später als Journalist. Im Umkreis des berühmten Drehbuchautors und Filmproduzenten Cesare Zavattini, der maßgeblich den italienischen Neorealismus auch theoretisch mitprägte, veranstaltete er zusammen mit dem Drehbuchautor Riccardo Gione das Filmjournal Documento Mensile und organisierte 1953 zusammen mit dem Schriftsteller und Drehbuchautor Luigi Malerba und dem Dokumentarfilmemacher Antonio Marci eine Konvention zum Neorealismus in Parma. In kleineren Gastrollen trat der Regisseur zudem in Filmen anderer Filmemacher der Zeit auf, wie etwa in La Spaggia von Alberto Lattuada.
Der erste von ihm mitproduzierte Episodenfilm, L'amore in città, hatte in Italien keinen Erfolg. So zog Ferretti 1955 nach Spanien, um dort Filmprojektoren und amorphotische Totalscope-Linsen zu verkaufen, ein ebenfalls zum Scheitern verurteiltes Unterfangen. Auf der Suche nach Stoffen, um sich weiterhin als Produzent zu betätigen, kontaktierte er Rafael Azcuna, dessen Kurzgeschichte er als Film produzieren wollte. Azcuna war derzeit Schriftsteller und Journalist und schrieb insbesondere für das spanische Satiremagazin La Cordonis. Zusammen schrieben sie ein Drehbuch und so will die Legende, schlug ihm Azcuna vor, lieber selbst die Regie zu führen und einen Produzenten zu suchen, wenn er doch selbst keinen Groschen zum Produzieren habe. Aber dieser gemeinsamen Zusammenarbeit, dem ersten Drehbuch für Azcuna und der ersten Regie für Ferretti, verband die beiden eine lange Freundschaft. Zusammen entwickelten sie insgesamt 15 Filme bis ins Jahr 78 ihrer Zusammenarbeit im Affentraum. Und danach hat er für manche Filme noch Dialoge geschrieben, beziehungsweise für einen. Ferretti verband, die Zusammenarbeit mit Ferretti sollte Azcuna zu einem der wichtigsten spanischen Drehbuchautoren machen. Später schrieb er Drehbücher für Berlanga, Carlos Saura, Fernando Trueba. Seine Bücher wurden unter anderem von Bigas Luna verfilmt. Ferretti soll dagegen Adriana Apra erzählt haben, dass es die Zusammenarbeit mit Antonioni war, dessen Episode, der eine Episode für Amore in Città drehte, die ihn zum Griff zur Kamera bewegte. Zwei Hauptthemen durchziehen das Werk des Regisseurs, die für Ferretti unweigerlich miteinander verwoben sind. Die rasante Entwicklung der Konsumgesellschaft, die mit der Emanzipation der Frauen, der letzten Kolonien unserer Männergesellschaft, wie Ferretti sie zynisch bezeichnete, einhergeht. Als scharfsinniger Chronist seiner Zeit bündelt er die Sehnsüchte der modernen kapitalistischen westlichen Gesellschaft und ergründet, wie diese sich selbst von innen heraus zerfrisst. Ein Prozess, der mit einer Entfremdung der Menschen einhergeht und sie in und aus modernen Großstadtwüsten zu einer Suche nach Zuflucht in der von ihnen erschaffenen Objekt- und Ersatzkultur treibt. In seinen frühen spanischen und italienischen Filmen sind es noch die bürgerlichen und katholischen Bräuche, Traditionen und Moral, die er unter diesen Aspekten untersucht. An der Wende der 60er Jahre, entlang der 68er Proteste, des Vietnamkriegs und der nuklearen Bedrohung sowie der Frauenbewegung bekommen die Filme von Ferretti abstraktere Dimensionen und nähern sich allgemeineren Fragen an. Wo andere Filme über die Revolution drehen, beobachtet der scharfe Kulturkritiker den zunehmenden Einbruch der amerikanischen Kultur in Europa ein, einem hassenswerten Land, wie er dieses beschrieb, dessen Kultur Europa in eine amerikanische Peripherie transformiert. Der Kapitalismus scheint für Ferretti die bereits eingetretene Dystopie zu sein, der jegliche revolutionären Bestrebungen ausgeliefert sind. Selbst Mitglied der Kommunistischen Partei versucht er jedoch keineswegs, auch wenn es gerade die zeitgenössische Kritik gern so gelesen hätte, den Kommunismus als einen alternativen Entwurf in seinen Filmen zu propagieren. Vielmehr widmet er sich akribischen Untersuchungen der Konsumgesellschaft. 1969 etwa kommentierte auf seine Weise den gesellschaftlichen Zustand. In Dillinger Immorto bricht die detailliert porträtierte Ersatzkultur zusammen. In El Seme del Humo entwickelt er eine Dystopie einer Gesellschaft nach dem nuklearen Zusammenbruch, in der ihre Produkte nur noch als sinnentleerte Ausstellungsstücke für ein Museum taugen. Telefone und Autos sind gleichwertig neben Parmesan und Gemälden aus den Offizien platziert. Ferrettis bitterer Blick auf die Postmoderne, könnte man meinen. In der Logik dieser Filme müssen die Männer als Erbauer dieser Kultur im Zentrum der Narration stehen. Die selbstverschuldete Entmachtung des Mannes unter den Vorzeichen der Frauenbewegung führt die Themen der Filme weg von der Kritik der Institutionen Ehe zu einem anderen Nachdenken über die Geschlechterverhältnisse. Männer, meist Ingenieure, haben es nur gelernt, mit Objekten umzugehen, Objekte zu begehren. Die Filme zeigen hauptsächlich Bilder von Frauen, die in den Köpfen der Männer existieren. In diesen Filmwelten haben sie nur hauptsächlich die Funktion, Mütter und Objekte der Begierde zu sein. Es ließe sich jedoch keinesfalls behaupten, es handelt sich bei Ferrettis Werk um ein feministisches Anliegen. Sie selbst bezeichnete der Regisseur in einem Fernsehinterview als 50% Feminist und 50% Misogynist. In seinen Filmen stellt Ferretti die Frage danach, was passiert, wenn diese Funktionen der Frau auseinanderfallen, gewissermaßen die Begierde bleibt, jedoch weder die exponierte potente Männlichkeit noch der Ehevertrag oder die Aussicht auf gemeinsame Kinder für die Frauenfiguren einen reizvollen Tauschwert mehr darstellt.
So werden die Frauen in Ferreres Film zu mysteriösen und überlegenen Figuren, die zunächst in den frühen Filmen sich besonders darin auskennen, in einer Welt der Objekte zu existieren, wissen, was Warentausch bedeutet und wie sie diesen für ihre Zwecke benutzen können. In den späteren jedoch beobachten sie die Sinnkrisen der Männer mit einem erhabenen Unverständnis. Gewissermaßen sind sie aus den Krisen herauswachsen und suchen vielmehr nach Definition der Selbstbestimmung. Während vor den Augen der männlichen Protagonisten nun die Mythen und Geschichten ihrer patriarchalen Kultur zerbröckeln und die Möglichkeit an ihnen festzuhalten, sie in die Realitätsflucht treibt oder und in ein barbarisches vorverbales oder kindliches Stadium versetzt, versuchen die Frauen gerade die Ratio zurückzuerlangen, die ihnen allerdings keine gute Einschätzung über die Welt lässt. Letztendlich entwirft Ferede zwei Visionen des Umgangs für die männlichen Protagonisten, die beide letztlich zum gleichen Ende führen. Entweder man scheitert an der eigenen Kultur oder man begeht eine dystopische Flucht in die Einsamkeit, ins Abseits der Zivilisation, um den Prozess von vorne zu beginnen. Mobilität und Oppression bilden in diesem Film zwei Seiten einer Medaille. Nicht selten finden sich deshalb auch die Erzeugnisse dieser Kulturen, Autos, Flugzeuge, Motorräder oder motorisierte Rollstühle, als eben Visierbilder dieser Ausflucht. Als Pendant zu diesen technologischen Erzeugnissen bilden die Spielzeuge, zu denen die Protagonisten greifen, wenn sie die umgebende Welt nicht mehr erklären können. So verliert Mastroianni am Mysterium Luftballon seinen Verstand. Michel Piccoli in Dillinger flüchtet in Ausbruchsfantasien, indem er eine Waffe in Pop-Art-Manier rot-weiß gepunktet anmalt und Depardieu erhofft den Erhalt der potenten Männlichkeit für seinen Sohn, indem er in eine phallische Holzkanone baut. Ferredi fasst die Essenz seiner Filme selbst folgendermaßen zusammen. Damit endet der Nachkriegsmensch reaktiv und dynamisch per excellence, der Erbauer einer historischen Perspektive, die sich jetzt in sich schließt und ihren Schöpfer tötet. Der Mann beschuldigt sich selbst, gibt seine Schuld, politischen Absichten, bürgerlichen und häuslichen Konventionen in einer Reihe von plötzlichen Veränderungen als Chamäleon bekannt. Ein Mann, der der Selbstzerstörung gewidmet ist. Ein Werk, das existenzialistische Fragen stellt, dabei jedoch niemals das Gefühl für den schwarzen Humor verliert und für die Abgründe der Industriegesellschaften bizarre Geschichten und Bilder entwirft. Wie in den Filmen des Neorealismus gehen die Filme am Anfang von Ferredes Schaffen von einer realistischen Situation aus, fixieren jedoch einen bizarren Moment, eine Idee, um daraus eine allgemeine Parabel zu schüren, die über die eigentliche Geschichte hinausführt und Gesellschaftskritik in Form bitterer Satire verpackt. Ferredes Filme reagieren jedoch nicht nur thematisch, sondern auch visuell auf ihre Zeit. Und ein Symptom dieser Zeit ist, dass Bilder entscheidender werden als Sprachen und Geschichten. So entwerfen die späteren Filme vielmehr Bildmetaphern der menschlichen Verfassung. Er selbst sagte, er mache Cinema in Images oder auch Reactions translated into Images. 1964 erschien Umberto Ecos in Italien einflussreiches Werk Apokalyptica und Integrierte zur kritischen Kritik der Massenkultur, in welchem Eco auch die Kulturkritiker, die sogenannten Apokalyptiker, die über die Massenkultur schimpfen, ohne ihre Strukturen genau zu analysieren, ebenso sehr kritisiert wie die sogenannten Integrierten. Ecos Einfluss ist bei Ferredi deutlich spürbar und so wurde Ferredi von zeitgenössischer Kritik nicht selten als Apokalyptiker apostrophiert. Eine Bezeichnung, die Ferredi ablehnte und von sich selbst lieber als einen komischen Anarchisten sprach. Hoffnung sah Ferredi im Wandel, in den Veränderungen, die stattfinden und nicht in denjenigen, die in utopischen Idealen existieren. Auch deshalb machte er Filme, um sich an diesen Prozessen zu beteiligen. Ein integrierter Apokalyptiker, der in einem Interview sagte, wir sind die Protagonisten unserer Zeit und Protagonisten brauchen keine Hoffnung. Vielleicht befinden wir uns in der Mitte eines tragischen Moments. Doch dieser Moment ist aktiv, produktiv und stark. Nun gehe ich zu einer ganz kurzen Einführung zu dem Film, den Sie heute Abend sehen werden. Und zwar beginnen wir chronologisch diesen Hauptteil unserer Reihe mit Ferredis letztem und dritten in Spanien entstandenen Film El Cochichito aus dem Jahr 1960. Zur Handlung sei nur so viel verraten, dass diese sich um einen pensionierten Hauptprotagonist dreht, der von einer fixen Idee, einen motorisierten Rollstuhl zu erwerben, ergriffen wird. Die Handlung spielt in der Zeit des Anfangs des sogenannten spanischen Wirtschaftswunders. 1957 brachte die im frankistischen Staat praktizierte Autarkiepolitik, hauptsächlich Agrarwirtschaft,
an die spanische Wirtschaft fast gänzlich zum Erliegen und wurde 1959 mit dem Plan der Estatalización zugunsten einer wirtschaftsliberalen Politik aufgegeben. Die Industrieproduktion konnte florieren, das Land wurde für ausländische Kredite und Tourismus geöffnet. Die wirtschaftliche Öffnung wurde jedoch keinesfalls von einer innenpolitischen Öffnung begleitet. All dies hält El Colchichito fest. In Aufnahmen der Hauptstadt Madrid, die stellenweise dokumentarisch anmuten, ebenso wie in seiner generellen Karikatur des wirtschaftlichen Opportunismus. Bereits im ersten Bild werden die Züge dieser Karikatur deutlich. Mit einem Blumenstrauß in der Hand drängt sich der zerbrechliche, langsame Körper des Don Anselmo zu seinem Ziel zwischen den Baugruben auf Madrider Straßen und den von allen Seiten wie Ameisen hinauskriechenden Fahrzeugen, von Motorrädern bis Lastwagen bis hin zu einigen Seat 600, dem Symbol des spanischen Wirtschaftsaufschwungs schlechthin. Auf Leitern sehen wir Plakatkleber, aber auch einen Mann mit einer Kuh. Nicht zuletzt begegnet der Protagonist einer Truppe junger Männer, die auf dem Kopf wie Helme Pissoirs transportieren und Rohre anstelle von Gewehren in der Hand halten. Altes im neuen Gewand will uns dieses Bild vermutlich sagen und spiegelt sich durch den gesamten Film in anderen Figuren und ihren Gewändern wider, die sich entsprechend ihren neuen Rollen verkleiden und jeder auf seine Art aus der Modernisierung Profit schlagen will. Für seinen ersten Film El Pisto hatte Ferreri noch als Regisseur Luis García Belanga vorgesehen, dessen Komödie Bienvenido, Mr. Marshall aus dem Jahr 1953 nicht ohne Grund als eine Referenz für El Cochichito benannt wird. Als Vorlage für El Cochichito diente als Cunas Geschichte El Paralitico, welche wiederum auf einer Zeitungsgeschichte basierte. Darin berichtet er von einem Vorfall, als Invalide den Fußballspielern Intoleranz vorwarfen, als diese auf motorisierten Rollstühle das Stadion nach einem Fußballspiel verließen. Auch auf diese Episode wird in dem Film ganz kurz Bezug genommen. Denken lässt der Film auch an die Klassiker des italienischen Neorealismus, wie etwa im Umberto D. von Vittorio De Sica, der sich ebenfalls um Altersarmut und Einsamkeit dreht und dessen Pendant in El Cochichito vielmehr zu einer Karikatur dieser Figur wird. Im Gegensatz zu der italienischen Forschung hat Ferreri in der spanischen einen festen Platz. Seine spanischen Filme werden dem speziellen spanischen Neorealismus zugeschrieben, welcher sich durch eine groteske und absurde Verzerrung von realistischen Situationen auszeichnet und mittelbar mit dem Duo Ferreri und Azcona in Verbindung gebracht wird. Ferreri selbst sagte dazu, Neorealismus ist ein Irrtum, die Erscheinung ist neorealistisch, aber sie ist nicht die Substanz. Von einigen Autoren werden die Ursprünge dieser Art von Realitätssatire auf die Rezeption des Esperanto zurückgeführt, einer seit den 20er Jahren durch den Autor Ramon Maria de Valle Inclán eingeführte literarische Gattung, die Groteske und Sarkasmus dazu nutzt, um die sozialen Verhältnisse kritisch zu beleuchten, welche auch ebenfalls einflussreich auf Berlanga und Buñuel gewesen sein soll. Verwiesen sei auch auf die Kameraarbeit von Juan Julio Baena, der zuvor seinen ersten Langfilm Los Golfos mit Carlos Saura zusammen drehte. Josef von Sternberg erwähnt in seinen Memoiren Fun in the Chinese Laundry in einem Atemzug mit Buñuels Los Olvidados, Kurosawas Sieben Samurai und Viscontis Rocco und seinen Brüdern. Produziert wurde der Film von Pere Portabellas oppositionellen Produktionsfirma Films 59, die in dieser Zeit auch Sauras Los Golfos und Buñuels Viridiana verantwortete. In Spanien erschien der Film mit einem alternativen Happy End. Heute sehen wir die ursprüngliche Fassung, wie diese von Azcona und Ferreri gedacht war. Achten Sie auch darauf, dass Saura und Azcona selbst einen kurzen Cameo-Auftritt als zwei Geistliche in dem Film haben werden. Bevor wir zum Film übergehen, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, auch nach dem Film zu bleiben, denn nach dem Film gibt es heute Abend einen Ehrengast, und zwar kommt Marina Vladi für ein Gespräch über den Film Una Storia Moderna, La Perugina, nachher ins Kino. Und im Anschluss daran sehen wir einen weiteren Film, zu dem es eine Einführung von Adriano Apra als Videoeinführung auch nochmal über das gesamte Werk von Ferreri geben wird. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Spaß.